mal die Baumaterialien. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. So, der Sektor gehört mir. Und ja, ich könnte die Riesenfläche hier wirklich für meine Schweinezucht nutzen. Also hier Farmen aufbauen. Zwei Bohnen für Schweinezucht. Und noch mehr Weizenfarben. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Okay. 2-1. Und was ist das andere gewesen? 4-2, also 6. 3. Gut. Eigentlich könnte ich fast schon die Münzprägerei abreißen und lieber... Ja, zwei Ringe gegen ein Gold tauschen. Also eigentlich den Betrag so verdoppeln. Aber ne, eine Münzprägerei sollte ich haben. Sind die Bretter jetzt unterwegs zufällig? Ja, die Bretter sind unterwegs. Das ist gut. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Wir werden mit der Errichtung der Holztürme alsbald beginnen. Zur Befestigung sind Holztürme gut und recht, aber noch besser und sicherer sind Steintürme. Würde es euch vorher etwas ausmachen, den Versorgungsposten mit Steinen zu beliefern? Ja, das wäre kein Problem für uns. Dass ihr nichts mehr machen könnt. Das ist gut. Ne, lassen wir mal die Straße. Vielleicht brauchen wir sie nochmal. Vielleicht errichten wir irgendwann daneben einen Radmacher. Aber ja. Gut, hier wird gebaut. So, da kriegen wir gleich eine Belohnung. Sehr gut. Die Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. So. Ach, sind wir mal mutig. Hier zufällige Güter. 20 Bücher. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Das ist nicht mal schlecht. Ja, den Prestigepunkt würde ich gerne. Thank you.
wir Lagerhäuser ausbauen können. Ganz wichtig gerade. Ist die Frage, könnte ich den Sektor einfach einnehmen? Ihr müsst jetzt eure Armee verstärken. Okay. Also ja, ich weiß, unser Grenzwächter hält grün in Schach. Weil die kommen... Die können nicht durch die Schiffswerfen durch. Da haben auch sonst keine Möglichkeit, die Sektor. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Oh ja, nicht wundern, diesmal ruckelt das Spiel. Bei mir nämlich auch. Ich sollte mit einer Bierproduktion langsam auch anfangen. Da sollte ich vielleicht einfach mal Stein kaufen. So. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Seid auf dem Weg da hin. Oh, und der nimmt jetzt hier die Handelsposten ein. Ja, lassen wir sie mal Steine tauschen. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ah ja, hier sollte genug Wasser und Weizen reinkommen.
Oh, ach so. Jetzt läuft einer von denen los und holt gleich 3 Ladungen. Das ist natürlich auch praktisch. Hier sieht gut aus. So, da gehen die 9 Münzen dahin. Das ist eigentlich der Handelsausposten. Oh, dass wir unterwegs feststecken, oder wie? Ja, weil wir keinen Händler mehr haben. Nee. Naja, irgendwann brauchen wir dann halt auch die Technologie hier oben, den Leuchtturm. Und die Forschung für den Zündmechanismus. So, da gehen unsere Steine. So, das heißt, wir können mal wieder ein paar Klamotten und Ringe verkaufen. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Ja, 12 und 4, ja. So, ist okay so. Neue Handelskommission ist verfügbar.